Und der gibt mir gar nichts? Ah, danke für die ganzen Informationen. Das würde ich unbedingt haben. Okay, die hat kein Problem, so wie die anderen beiden. Die steht einfach nur da. Ich würde sagen, erhöhen wir einmal die Magie, weil die ist eigentlich ganz praktisch. Wenn man es genau nimmt. Und das. Ich weiß noch nicht, für was man das, die Sachen sonst noch verwenden kann, deswegen. Also das Gold. Deswegen, das glaube ich vorerst mal keine dumme Idee, wenn man sich das ein bisschen erhöht. So, läuft hier noch irgendwer rum, der mich interessiert. Oh, er freut sich wieder. Aber ist zu fies, auf die Frau drauf springen. Ah, hast du den Truppelkönig getroffen? Er ist so ein so leiser Charakter. Ohohoho. Die da oben habe ich aber schon, oder? Oder? Weil die so grau leuchtet. Mal schon. Egal. Gehen wir weiter. Ich würde sagen, holen wir uns den Spectre Knight. Los geht's mit Schaufeln. Da, 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 da. Schauen wir, was uns hier erwartet. Ah. Okay, okay. Oh Gott! Ein Elektrofrosch. Verrücktes Ding. Komm her, Elektrofrosch. Ja, ich sollte vielleicht bei dem Sprung dann aufpassen. Der eine Sprung, der dann Schaden macht. So, jetzt springt er und tot. Tja. So schade aber auch. Tut mir richtig leid. Wie komme ich daran? Kann ich auf die Gräber springen? Ah, okay, okay. Schnell, bevor er kommt. Der böse, böse Frosch. Nein! Ah! Mit egal sein, ob welche ich jetzt zuerst erledige. Ah, komm mal her. Okay, okay. Hat gerade nochmal geklappt. Sehr schön. Oh! Das ist fies. Mensch. So, geht ja mal gar nicht hier. Meine Herren. So unhöflich zu Gästen. Und das ohne Kopf. Nein! Aha, ich muss den. Ich will da hoch. Viel besser auch in Gebieten immer zu einem Verstecken kommen. Vor allem, wenn sie so einfach eigentlich platziert sind. Ja, das war jetzt ganz toll so. Und das ist dann noch drin. Oh, noch ein Geist. Okay. Schöne Geister. Aber nicht denken, dass ich das übersehe. Löschen. Ah, im Verstecken könnt ihr mir gar nichts. Da bin ich der ober-ungeschlagene Pro. Ba-bam, ba-bam. Hallo? 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 Ah! Tja. Warst ein netter Gegner auf jeden Fall. Danke. Finde ich schön, wenn die Boss unsere großen Gegner mir danach wieder so viel Leben geben, dass ich wieder voll habe. Das macht die Sache ein bisschen einfacher. Erstmal hierher. Noch irgendwo ein Totenkopf in der Wand? Nee. Muss man den Frosch erledigen. Ist da in der Wand was? Ist so eine leere Wand.
Weiß man ja nie. Ah, ist aber ein schöner Lift. Schöne Kopf, Totenkopf-Deko. Richtig einladen. Och nee. Da unten ist eine scheinbare Wand auf jeden Fall. So, warten auf den Frosch. Jetzt komm her, du blöder Geist, danke. Hopsa. Mensch! Stalk mich nicht! Kann ich auf den eigentlich draufspringen? Nö. Funktioniert nicht so ganz. Mein Gott, wie ich das hasse. So, da kommt doch bestimmt auch noch was raus, oder? Nee, gar nicht mal. Da habe ich mich getäuscht. So, da ist die Plattform und da ist eine kleine Schlucht. Oh, wieder hell, Gott sei Dank. Weg mit euch! Oh, das wird's cool. Das hat mir jetzt gefallen. So. Jetzt nur die ganze Welt erschüttern. Und eine Truhe plündern. Über die Gräber drüber. Gut, und da oben geht's wieder raus. So, was ist da drin? Eine Menge Gold. Schön. Dann können wir uns einen schönen Schmuck kaufen. Oder irgendeine andere Deko. Für unser Schaufelhaus. Hat unser Haus eine Form von einer Schaufel? Das wäre ja cool. Hat irgendwie Stil. Lächerlich. Das ist ein bisschen böse. So, erstmal den Geist wieder schlagen. Oh Gott. Das Problem ist, dass man nicht mehr seine Silhouetten sieht. Man ist komplett planlos hier. Ah, Mist. Sollte aufhören, die Gräber zu zerschlagen. warte mal, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere. Ja, okay. Gut. Wäre das schon mal geklärt. Kann man als Gewicht hier verwenden. Fallen wir da ins Wasser rein auch? Ich glaube ja. Weg mit dir, Kopf. Upsa! Du Mistkerl! Bringst du noch alle um? Ah! Da war noch so einer. Da war noch so einer. Mensch! Jetzt bin die Hälfte tot. Durch eine Bombe. Haben wir die Seite schon? Beziehungsweise den Schatz hier. Ja. Mit der Nummer sicher gehen. Aber das speichert sein ganz ziemlich nett. Muss man sagen. Da haben wir die Note auf jeden Fall auch schon. So. Erstmal den erledigen. So, und den müssen wir jetzt auf jeden Fall. Ach so, das Problem war einfach, dass wir so weit zurückgegangen sind, dass ein zweiter gekommen ist. Nein! Ah, ich wollte doch nur was nachsehen. Und Neugier wird immer bestraft. Immer wieder. Es macht so viel Spaß, die mit Bomben zu erledigen. Futter. Wäre mir zwar lieber, wenn ich jetzt Mana kriegen würde dafür, aber okay. Okay. Kann nicht damit leben. Komm, lass dich zerquetschen, Junge.
Oder auch nicht. Erstmal Elektrofrosch. Das war jetzt blöd. Das war jetzt wirklich blöd. Ein blöder Zufall. Ich würde sagen, wir bringen die jetzt einfach von Hand um. Oder mit der Bombe. Weil da drüben kriege ich Essen, kein Mana. Wäre es blöd, immer das Mana zu verschwenden, wenn man doch eher für den Nahkampf hier gerüstet ist. Verrückt, oder? So, probieren wir es diesmal ohne Sterben. Komm, gemeinsam schaffen wir das ohne Sterben. Ja, perfekt. Du bist mein Hero. Jetzt, das gibt's doch nicht. So viel Gold, das ich schon verloren habe hier. Echt traurig. Ist wirklich, wirklich traurig. Hatte irgendwo über 2000 auf jeden Fall. Doch ein bisschen besser aufpassen hier. Ja, ganz toll, dass wir in den Frosch reinspringen. So. Ich wollte nur schauen, ob da irgendwo etwas unten liegt, dass man es vielleicht versteckt ist. Hinter einer Mauer, aber nein! Ich wäre schon längst hier vorbei gewesen. Wenn ich nicht so neugierig wäre. Da ist ein roter Käfer, oder? Ja. So. Machen wir es uns einfach. Okay, okay. Geht ja. Wenn man nur will. Wenn du das selbst umbringen willst, okay. Ich darf dem Trieb. Kann dem Trieb nichts entgegensagen. Wenn ich auf den Kopf jetzt darüber schieße. Dann komme ich nämlich da in den Raum rein. Ha! Sehr nah. Und da unten ist auch irgendwas. Oh Gott! Okay, da ist genug zu essen, dann ist das kein Problem. Oder? Ist da was zu essen? Normal schon. Ist doch ein schöner Essenshaum. Ja! Oh nein! Schon wieder was übersehen. Aber nicht mit mir, Freundin. Nicht mit mir. Nein! Oh! Hui! Mein Gott! Soll ich mich mit denen anlegen oder was? Komm raus, Chester! Ja, du hast immer die besten Sachen. Zeig mir, was du gefunden hast. Face Locket. Escape. Entkomme jeden Schaden. Kurz. Du kannst sogar auf Spikes wandern. Ah, okay, okay. Sehr cool. Kurzzeitig unverwundbar. Wenn das mal nicht praktisch ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Sollte ich mich auf jeden Fall drin behalten. Kann ich das eigentlich irgendwie wechseln, auch den Zauber? Da. Ah. Oh. Okay. Rüstung hat man auch. Kann man da auch neue kaufen? Vielleicht in einer späteren Stadt. So. Den Helm brauche ich bitte. Einmal. Danke. Ja. Puh. Das war jetzt auch wieder verdammt knapp.